Hallo liebe Kölner Unity und herzlich willkommen zu den neuen Kölner News. Ja, kurz noch in eigener Sache. Ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich für diese vielen Genesungswünsche von euch bedanken. Das heilt wirklich die Wunden schneller. Ja, die OP habe ich also hinter mir. Jetzt muss ich mich noch ein paar Wochen gedulden, zeiteln und ein bisschen Physiotherapie. Ja, noch ein bisschen was tun, stillsitzen. Ist nicht einfach, aber ja. Was tut man nicht alles, um irgendwie schmerzfrei zu werden? So, los geht's! Ja, Apotheken kritisieren fragwürdige Plattformen. Seit der Legalisierung von Genusscannabis boomt der Markt für Medizinalcannabis, weil da einiges im Staat schiefgelaufen ist. Ja, besonders Online-Plattformen, die Cannabis-Rezepte ausstellen, stehen dabei in der Kritik. Besonders bedenklich sind die Praktiken mancher Anbieter, die den medizinischen Zugang vereinfachen, indem sie kaum tiefgehende Anamnesen durchführen und stattdessen nur Fragebögen verwenden. Dies birgt das Risiko einer unzureichenden medizinischen Betreuung und könnte langfristig die Seriosität der medizinischen Nutzung von Cannabis gefährden. Die Kritik, dass manche Plattformen den Altersnachweis unzureichend überprüfen und durch Exklusivverträge mit Apotheken die freie Apothekenwahl einschränken, wirft zudem rechtliche und ethische Fragen auf. Solche Praktiken unterminieren das Vertrauen und die Versorgung durch Apotheken und Telemedizin der echten Patienten halt auch. Vor allem das Beispiel von Dr. Wichmann, der anscheinend aggressive Werbemethoden verwendet, verdeutlicht, dass eine Kommerzialisierung der Medizinalcannabis-Verschreibung negative Auswirkungen auf den Schutz und die Sicherheit der Patienten haben könnte, insbesondere im Hinblick auf die Führerscheinregelung. Die Forderung des Verbands nach strengeren Kontrollen und klaren rechtlichen Vorgaben für telemedizinische Plattformen ist daher berechtigt. Es gilt, ein Gleichgewicht zwischen einem erleichterten Zugang zu medizinischen Cannabis und der verantwortungsvollen, patientenorientierten Versorgung zu finden, ohne Missbrauch und die Verwischung der Grenzen zwischen medizinischer und freizeitlicher Nutzung zu vermeiden. Ja, wie viele Anträge wurden für den gemeinschaftlichen Cannabisbau übrigens seit Juli eingereicht? Wie ihr wisst, können ja seit dem 1. Juli 2024 jetzt in Deutschland nicht kommerzielle Anbauvereinigungen Anträge auf den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis stellen. Ja, und bereits bis Ende August wurden bundesweit über knapp 280 solcher Anfragen eingereicht. Wie eine Umfrage der DPA bei den zuständigen Behörden der Länder ergab, diese Anbauvereinigungen, die auch als Cannabisclubs bezeichnet werden, dürfen alle bis zu 500 Mitglieder umfassen und Cannabis ausschließlich für den Eigenkonsum der Mitglieder anbauen und verteilen. Ja, wir sind gespannt, wie viel das noch werden. Spitzenreiter bei den Anträgen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen führt die Liste mit 69 Anträgen an und auch Niedersachsen ist die Anfrage groß. Dort wurden 27 Anträge eingereicht, von denen bereits 11 genehmigt wurden. Und in den meisten anderen Bundesländern sind die Genehmigungen bisher spärlich. Insgesamt wurden Genehmigungen bisher nur in 4 Bundesländern erteilt: Niedersachsen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Und in allen anderen Bundesländern, darunter natürlich Baden-Württemberg, 47 Anträge, Bayern, 24 Anträge, wurden noch keine Genehmigung vergeben. Ja, bei den letzten fragt man sich, ob da eine Absicht dahinter steht, es einfach in die Länge zu ziehen. Ja, die neuen Regelungen zur Cannabis-Legalisierung sind Teil der zweiten Stufe der Gesetzesänderung, die Anfang Mai, Juli 2024 in Kraft trat. Diese erlaubt es Anbauvereinigungen unter strengen Auflagen, Cannabis anzubauen und unter den Mitgliedern zu verteilen. Ja, die Weitergabe und der Verkauf sind nach wie vor illegal. Die Cannabis-Clubs müssen jedoch eine offizielle Genehmigung beantragen, bevor sie mit dem Anbau beginnen dürfen. Also dazu müssen sie eine Vielzahl von Details angeben, darunter Mitgliederzahl, Standort, Größe der Anbauflächen, voraussichtliche Mengen, die an Cannabis angebaut werden und die sie jährlich produzieren wollen. Und sie müssen Sicherheitsmaßnahmen treffen und ein Konzept für den Gesundheits- und Jugendschutz. Ja, die Genehmigung ist befristet und gilt für 7 Jahre. Nach 5 Jahren besteht die Möglichkeit, diese Genehmigung zu verlängern. Und die Bearbeitung der Anträge dauert in der Regel so 3 Monate. Viele wissen es schon, es gibt ja eine neue Regelung für Cannabis am Steuer. Ja, also seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland gibt es eine neue Regelung. Vorher war ja 1 Nanogramm. Und jetzt dürfen bis zu 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut dürft ihr haben. Also bevor ein Verstoß vorliegt. Wer darüber liegt,
riskiert eine Geldstrafe von ca. 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. Die neuen Regelungen orientieren sich an Empfehlungen von Experten und sind weniger streng als zuvor. Wie gesagt, vorher war ein Nanogramm. Etwas strengere Vorschriften gelten allerdings für Fahranfänger und Fahrer unter 21, die während der Probezeit kein THC im Blut haben dürfen. Auch Mischkonsum von Cannabis und Alkohol wird jetzt härter bestraft. Also es drohen bis zu 1000 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot. Ja, der ADAC hält die neuen Grenzwerte für angemessen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft kritisiert hingegen, dass die neuen Regelungen ja die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnte. Ja, und zu diesem Thema haben wir gleich noch eine Nachricht aus Schleswig-Holstein. Nämlich mit der Einführung des neuen THC-Grenzwertes mit 3,5 Milliliter im Blut für Autofahrer fehlen der Polizei nicht nur in Schleswig-Holstein geeignete Schnelltests, um diesen Wert vor Ort dann zu überprüfen. Die bisherigen Tests können halt nur anzeigen, ob Cannabis konsumiert wurde oder halt nicht. Ja. Aber nicht so die Menge und ja. Laut der Gewerkschaft der Polizei, GdP, verursacht dies einen erheblichen Mehraufwand bei der beim positiven Urintest oder bei Blutproben im Labor müssen es ausgewertet werden immer. Ja. Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass der neue Grenzwert den Eindruck erwecken könnte, Autofahren unter Cannabis sei grundsätzlich legal und warnt vor einem möglichen Anstieg schwerer Verkehrsunfälle. Der ADAC Schleswig-Holstein empfiehlt, nach dem Konsum von Cannabis mindestens 24 Stunden vor dem Fahren zu warten. Ja, eine Meldung aus Fürth. Eine Floristin hat einen besonders grünen Daumen. Mich in der Gärtnerei im Landkreis Fürth hat die Polizei rund 400 Cannabispflanzen und etwa 2000 Stecklinge entdeckt. Es war eine 49-jährige Floristin und sie steht im Verdacht, gewerbsmäßig mit Cannabis gehandelt zu haben. Ja, der Fund erfolgte nach einem Zeugenhinweis und die Pflanzen wurden von den Beamten beschlagnahmt. Wirkstoffgutachten sollen nun klären, wie hoch der THC-Gehalt der Pflanzen ist. Die Ermittlungen laufen, ob weitere Personen einem illegalen Anbau involviert sind oder waren. Ja, und noch ein Rekordfund aus Nürnberg. In Nürnberg hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung über 150 Kilogramm Drogen entdeckt. Darunter zwar auch 150 Kilogramm Marihuana, aber auch 17 Kilogramm Methamphetamin. Vier Verdächtige, darunter drei Männer und eine Frau, wurden wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Ja, der Straßenwert der Drogen wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Dieser Fund gilt als der bisher größte in Nürnberg im Zusammenhang mit Methamphetamin und Marihuana. Die Polizei kam den Verdächtigen wohl nach einem verdeckten Drogengeschäft auf die Spur. So, auf nach Österreich. Ja, Grenzregionen, da gibt es keine Zunahme von Drogendelikten seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland. Am 1. April wurde befürchtet, dass die Drogendelikte im Grenzgebiet zu Österreich zunehmen könnten. Doch bisher gibt es keine spürbare Zunahme des Drogenschmuggels, wie Schärdings Bezirkspolizeikommandant Matthias Osterkorn berichtet. Auch der befürchtete Drogentourismus blieb bislang aus, wie wir bereits vor Monaten vorausgesagt haben. Ja, derzeit werden in der Region etwa zweimal pro Woche gezielte Kontrollen durchgeführt, ohne signifikante Verschlimmerung der Lage. Oberösterreichweit ist sogar ein Rückgang der Drogendelikte zu verzeichnen mit 730 Anzeigen im ersten Halbjahr verglichen mit 824 im Vorjahr. Ja, dennoch bleibt die Situation weiterhin im Fokus, insbesondere mit Blick auf den legalen Anbau in Deutschland mit deutschen Cannabisclubs. Es werde also weiterhin Steuergelder verplempert und Autofahrer geärgert. Noch eine Meldung aus Wien. Lieferant, nach Hinweis aus Kärnten verhaftet. Nach intensiven Ermittlungen führte eine Spur aus Kärnten zur Festnahme eines 45-jährigen Mannes in Wien, der als Hauptlieferant eines 44-jährigen Klagenfurters galt. Dieser hatte bereits gestanden, seit 2020 rund 50 Kilogramm Cannabis verkauft zu haben. Am 27.08. wurde der Lieferant in seiner Wohnung im 2. Wiener Bezirk von der Polizei festgenommen. Ja, in der Wohnung stand zudem auch noch eine Cannabisplantage, professionelles Anbauequipment, mehrere hunderttausend Euro und Beweismittel wurden sichergestellt. THC verlangsamt wohl die Gehirnalterung. Ja, eine Studie zeigt, dass der Cannabiswirkstoff THC die Gehirnalterung zumindest bei Mäusen verlangsamen kann. Also Forscher verabreichten älteren Mäusen über 28 Tage niedrige Dosen von THC, was ihre Gedächtnisleistung und Lernfähigkeit verbesserte. Also der Effekt wird durch das mTOR-Protein vermittelt, das den Zellstoffwechsel steuert und die Bildung neuer neuronaler Verbindungen fördert. Also neben der Verbesserung der kognitiven Funktion senkte THC auch die mTOR-Aktivität im Fettgewebe, was die Anti-Aging-Effekte
was als Anti-Aging-Effekt interpretiert wird. Also die Forscher sehen darin potenziell für zukünftige Therapien gegen Alterserscheinungen des Gehirns. Doch Studien am Menschen stehen halt noch aus. Marokkos König ist gnädig. Ja, König Mohammed VI. Von Marokko hat kurz vor einem nationalen Feiertag 4.831 Landwirte begnadigt, die im Zusammenhang mit Cannabisanbau verurteilt oder strafrechtlich verfolgt wurden. Die Begnadigung soll es den Betroffenen ermöglichen, sich in die neue Strategie des Landes zur Regulierung des Cannabisanbaus einzubringen, wie das Justizministerium mitteilte. Also Marokko ist eigentlich der weltweit größte Cannabisproduzent und strebt danach, den illegalen Handel zu bekämpfen und gleichzeitig als Produzent von legalem Cannabis für den medizinischen und industriellen Gebrauch Fuß zu fassen. Seit 2021 ist der legale Anbau in den ländlichen Provinzen der Rif-Region erlaubt, wo der Anbau seit Jahrhunderten traditionell verankert ist. Der Cannabisanbau sichert dort über 120.000 Familien den Lebensunterhalt. Ja, und noch eine kurze Meldung aus Britannien. Schmuggel weist erhöhte Zahlen auf. Die Menge an Cannabis, die 2024 an britischen Flughäfen beschlagnahmt wurde, hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht. Also bislang wurden 15 Tonnen Drogen sichergestellt und 378 Personen festgenommen. Im Vergleich zu 5 Tonnen und 136 Festnahmen im Jahr 2023. Die National Crime Agency vermutet, dass organisierte kriminelle Cannabis aus Ländern wie Thailand, Kanada und den USA ins Land schmuggeln. Besonders hohe Funde wurden in Koffern von Passagieren gemacht, die von Thailand und aus den USA kamen. In diesem Sinne, bleibt vorsichtig und vor allem gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, lasst deine Meinung in den Kommentaren da. Zündung, bis dahin.